Hallo, in dieser Sonderausgabe von SchlafTV wollen wir uns mit einem der Pioniere und Gründungsväter der Schlafmedizin beschäftigen, dem vor kurzem verstorbenen Christian Guimiot. Christian Guimiot hat die Welt verändert, so sein ehemaliger Chef Professor William Diamond. CG, wie ihn seine Kollegen häufig nannten, gehörte zu den ersten Wissenschaftlern, die die Bedeutung der obstruktiven Schlafapnoe erkannten, also dem Zusammenfallen der Atemwege im Schlaf, das Atemaussetzer verursacht. Später beschrieb er zudem als erster die zentrale Schlafapnoe, in der das Gehirn die Atempausen verursacht. Nach seiner Ausbildung zum Neurologen und 1970 der Gründung des ersten Schlaflabors in Frankreich in Paris, verließ der junge Arzt seine Heimat, weil sein damaliger Chef nicht von der Wichtigkeit der Schlafmedizin überzeugt war. Er fand seine neue Heimat an der kalifornischen Stanford University, wo er ein hervorragendes Umfeld für seine ehrgeizigen Pläne fand. Dort half er beim Aufbau der Stanford University Sleep Disorders Clinic, unter einem der Gründungsväter der modernen Schlafforschung, William Diamond. Und dort war es, wo er 1972 den ersten Luftröhrenschnitt bei einem kleinen Jungen durchführte, um ihn von seinen lebensbedrohlichen nächtlichen Atemaussetzer zu befreien und vermutlich das Leben rettete. Zusammen mit Bill Diamond entwickelte er ein Jahr später den Apnoe-Hypopnoe-Index, AHI, der immer noch gültige Standard zur Bewertung der Schwere einer nächtlichen Schlafapnoe. Seine nächste große Entdeckung machte er, nachdem er Berichte des italienischen Schlafforschers Elio Lucarezi gelesen hatte. Dieser schrieb von massivem Bluthochdruck bei schnarchenden Patienten. Guimiot überredete kurzerhand Herzspezialisten in seiner Klinik, nachts den Blutdruck schlafender Patienten aufzuzeichnen. Und tatsächlich, sobald diese schnarchten und die Atemaussetzer einsetzten, schoss ihr Blutdruck so rapide in die Höhe, als würden sie schwere Gewichte heben. Unterzog man diese Patienten einem Luftröhrenschnitt, der damals noch einzigen möglichen Behandlung einer obstruktiven Schlafapnoe, so verschwanden nicht nur die Atempausen, sondern auch die Herzrhythmusstörungen und der nächtliche Bluthochdruck gleich mit. Guimiot hatte entdeckt, wie Schlafapnoe Kreislaufbeschwerden verursachte. Er publizierte seine erstaunlichen Entdeckungen und prägte damit 1976 den heute geläufigen Begriff obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. Doch wie ließen sich die nächtlichen Atemaussetzer vermeiden? Guimiot fiel auf, dass keineswegs nur übergewichtige Patienten unter schlafbezogenen Atemstörungen litten. Solchen, bei denen Fetteinlagerungen in Hals- und Zungengewebe die Atemwege bedrohlich verengt hatten. Er fragte sich, woher kommen die Atemaussetzer in normalgewichtigen Menschen? In welchem Alter beginnt diese abnormale Atmung im Schlaf? Er entdeckte Forschungen, die Kieferorthopäden an Rhesusaffen und später an Kindern durchgeführt hatten. Eine angeborene oder erworbene Schwäche der Muskulatur, eine falsche Mundatmung aufgrund einer krummen Nasenscheidewand oder fehlende Zähne, sie alle zogen eine Störung des Kieferwachstums nach sich und provozierten damit eine gefährliche Verengung der Atemwege. Die Ursache der nächtlichen Atemaussetzer auch bei nicht übergewichtigen Menschen war gefunden. Durch frühzeitige Maßnahmen im Kindesalter kann man heute somit dem Entstehen einer Schlafapnoe vorbeugen. Auf diese wenig beachteten Vorbeugungsmaßnahmen hat Guimiot zeitlebens immer wieder eindringlich hingewiesen. Denn er war überzeugt davon, Schlafmedizin ist Prävention. I never wanted to be a physician. I grew up in intellectual families. There was 10,000 books in my home.
everybody read. That was the importance, was how you write, how is it going to have an impact to the general population. But I wanted to see the world and something else, and I wanted to be an ethnologist to understand the evolution of civilization, the evolution of mankind. I ended being a physician. It's a bit of a failure. You don't understand completely the evolution of mankind. But in the same time, to understand how things impact on the health and the well-being of people is the closest that I could come to what I wanted to do when I was a teenager.